Die Ampelkoalition ist von massiven Finanzproblemen geplagt und eine Lösung scheint definitiv nicht langfristig in Sicht. Und nach Ansicht natürlich des Bundesrechnungshofs zeichnet sich am Horizont derweil schon die nächste finanzielle Katastrophe ab. Denn in einem derzeitigen Gerangel droht vollkommen unterzugehen, dass bald ein weiteres großes finanzielles Loch aufklaffen könnte, wenn die Bundesregierung nicht handelt. Und zwar geht es um die Mittel aus dem im Sommer 2020 eingerichteten EU-Wiederaufbaufonds. Mit diesem Geld sollte eigentlich die Folgen der Corona-Krise abgemildert werden, indem den EU-Ländern bei der Modernisierung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit geholfen wird. Und dazu zählte natürlich die EU-Kommission eben auch den ökologischen Umbau, die Digitalisierung oder die Gesundheitsversorgung. Insgesamt stehen Deutschland darauf gut 26 Milliarden Euro zu. Doch abgerufen wurde davon bisher nur ein Bruchteil. Denn diese Mittel fließen erst, wenn bestimmte Ziele erreicht werden. Doch dazu fehlt nach Auffassung des Bundesrechnungshofs letztendlich der Ehrgeiz. Doch man sollte doch eigentlich davon ausgehen können, dass es für die Bundesregierung derzeit mehr denn je auf jede Milliarde ankommt. Ja, bislang wurden lediglich 2,25 Milliarden Euro überwiesen, also nicht mal ein Zehntel der möglichen Summe. Und weitere 4 Milliarden Euro kommen demnächst noch hinzu. Im Vergleich zu Ländern übrigens wie Italien und Spanien, wo bereits mehr als die Hälfte der Mittel flossen, ist es wenig und das, obwohl die beiden Südländer insgesamt sehr viel mehr Mittel erhalten sollten. Also kein Wunder, dass jetzt natürlich der Bundesrechnungshof Alarm schlägt und die EU-Zahlung aus dem Wiederaufbaufonds in Milliardenhöhe in Gefahr sieht. Denn wie bereits angesprochen, kann der Bund die Mittel erst abrufen, wenn bestimmte Investitionen in erneuerbare Energien, die Elektromobilität oder natürlich auch die Digitalisierung der Verwaltung tatsächlich getätigt wurden. Wir haben es bisher also einfach versäumt, die verantwortlichen Stellen für die Umsetzung der Zielprojekte stärker in die Pflicht zu nehmen. Übrigens bleibt natürlich für die Umsetzung gerade einmal nur zur Zeit bis zu Ende August 2026. Andernfalls verfallen eben die für Deutschland vorgesehenen EU-Mittel. Die Haushaltskontrolleure des Bundesrechnungshofs gehen sogar so weit, dass sie glauben, dass mit der EU-Zuschüssen keine Lücken geschlossen werden, sondern sogar noch neue Lücken entstehen. Denn die Projekte werden zum Teil schon seit dem Jahre 2020 mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt eben bezahlt, sodass der Bund hier entsprechend in Vorleistung geht, was bedeutet, dass diese Mittel auch der Höhe nach schon feststehen, und zwar unabhängig davon, ob die Maßnahmen tatsächlich erfolgreich umgesetzt werden oder wurden. Ja, und durch die aktuelle Haushaltssperre besteht natürlich auch die Gefahr, dass sich die Umsetzung der Maßnahmen nochmals um ein Vielfaches verlangsamen und auch dadurch das Erreichen der Meilensterne und Ziele von Tag zu Tag unwahrscheinlicher wird. Da sollte man meiner Meinung nach die Bundesregierung ein besonderes Interesse eigentlich immer daran haben, dass die EU-Mittel am Ende wirklich vollständig abgerufen werden können, denn diese schaffen schließlich natürlich auch im Bundeshaushalt zusätzlich finanziellen Spielraum oder Spielräume, die man in diesen Tagen dringender sucht und braucht denn je. Ansonsten kann man es sich nicht anders sagen, schaufelt sich unsere Regierung in Sachen Finanz- und Haushaltspolitik eigentlich ins finanzielle Chaos. Kein Wunder also, dass derzeit alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um auch Einsparungen natürlich vorzunehmen. Und eine davon dürfte uns Stromkunden hierzulande besonders hart treffen, wie ich erst vor kurzem auch in einem meiner Videos auch zusätzlich mal enthüllt habe. Ich habe Ihnen übrigens das Video hier links auch nochmal mit eingeblendet, also dort gerne auch mal vorbeischauen und sich informieren. Und bis dahin alles Gute, Ihr Klaus Hoppe.